Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. So, wir waren gerade dabei, hier eine neue Linie zu machen. Von hier nach hier. Das ist dann rot nach dem Start. Perfekt. So, die Linien stehen schon mal. Dann Straßenfahrzeug. Scheiße. Da. Perfekt. Ja, hier sind sie nämlich. Okay. Okay. Sofort ersetzen. Jupp. Perfekt. Und das Problem ist auch schon mal gelöst mit dem Straßenfahrzeug. Hier habe ich gerade erreicht. Okay, dann brauchen wir. Hier liegt noch keins, schade. Erstmal einen Zug. Zack. Weizen. Hier. So, wir machen schon mal auf schneller. Wir brauchen nämlich jetzt noch ein bisschen mehr Kohle. Oh, wir haben jetzt nämlich schon keine Kohle. Was ist denn da? Wie viel brauchen wir da denn? Ich kann das nicht so einschätzen. Hm. 8, 12, 16. Auch schon wieder kein Geld. Ich würde auch so sagen, so um die 40. Oder weit. Viel. Auf den Zug. Ich weiß nicht. Ich würde den direkt was länger machen wollen. Oha, der kostet mich jetzt natürlich auch schon Unterhalt. Ist auch echt blöd, dass wir noch keinen besseren Wagen. Personenwagen haben wir hier schon so einen richtig guten. Wo wir schon 11 reinballern können. So, der hier ist ja. Nee. Der da oben. Ich würde gerne 40 nehmen. Komm. Perfekt. Stopp. Wo ist das jetzt? Wie kann man jetzt hier nochmal? Nein. Ich glaube, da muss ich hier in den Linienmanager gehen. Laden einfach. Achso, was ist das? Voll. Was ist das jetzt, dass der da jetzt so lang wartet, bis da Fracht ist? Ich schätze, dass das nichts mal doof ist, weil hier noch keine. Die Linien ja noch nicht da ist, quasi.
Deswegen hier. Ja, wir werden ja noch nicht reinpacken. Oh, ich muss mich mal eben kratzen. So. Perfekt, der Zug fährt jetzt, das heißt. Benutzung. Nein, kann man hier jetzt sehen. Da steht nur ja, aber das ist nur, hier ist noch nichts. Geht's hier so bergauf oder? Oh ja, ein bisschen. Dann bergab, bergab, bergab. Okay, sollte jetzt. Ach, jetzt. Jetzt fängt die an. Alles klar. Okay. Dann müssen wir jetzt noch ein Depot für Straßen Dinger hier hin setzen und Straßenfahrzeuge kaufen. Nee, kann man nicht. Da. So, ich wollte gerade sagen, nur damit diese Linie schon als intakt gilt. Oder so. So, jetzt soll der Zug mal umdrehen. Hier liegen wahnsinnige 3 Weizen. Hier. Der muss ja auch noch zurückfahren. Hier steht auch immer noch die Nutzung. Nein. Und wir haben gerade so viel, dass wir einmal 500.000 zurückzahlen können. Damit unser Kredit ja auch mal ein bisschen getilgt wird. So. So, unser Zug ist jetzt auf dem Rückweg, hier liegen schon ganze 5. Jetzt steht hier nichts mehr. 7 und hier 300. Ey. Aber das liegt dann an dieser Strecke, weil die so bergig ist. Kommen die dann nicht hinterher. Ich glaube, hier in Hasleben brauche ich noch ein paar mehr LKWs. Hier liegen so viele Brote. Gucken wir mal hier, wie es hier aussieht. Nö, hier kommen die super aus. Ey, der wird ja noch niemals vollgeladen. Perfekt. 10 Weizen. Nimmt der jetzt schon mal mit. So, jetzt steht hier auch Liniennutzung. Ja. Aber die haben ja theoretisch nichts im Lager. Aber die benutzen theoretisch die Linie. Das heißt, wir können was schneller machen. Hier nehmen wir die 2. Geschwindigkeitsstufe. Perfekt. So, wie läuft es jetzt hier mit dem Treibstoff? Mittelmäßig. Immerhin etwas. Nee, jetzt schon wieder 8. Und der nimmt jetzt 5 theoretisch mit. Und dann das hier. Ja, das ist so ein bisschen. Wenn sich hier über Industrie ausbreitet, braucht man die nachher ja gar nicht mehr. 25 und 25. Wir stehen schon wieder 15. Oha, die Linie kommt wohl nicht mit. Müssen wir hinterher.
Dann packen wir hier nochmal ein paar LKWs. Ein paar Pferdefuhrwerke. Das heißt beides Pferdefuhrwerke. Die haben 20 Jahre gebraucht, ich kann, um die Kutsche aufzubessern, dass die ein Ding mehr mitkriegen. Geil. Die Menschen, die sind so genial. Ja. Entschuldigung. So. Perfekt. Der erste Zug kommt an mit 100 E. Der hatte nur irgendwie 10. So, jetzt kann der produzieren und jetzt kommt hier das Brot rein. Perfekt. Wir können schon mal. Nächste Fahrzeug reinschmeißen, das kann ich dann direkt mitnehmen. Andere ist nämlich schon fast wieder da. Perfekt, jetzt liegen da schon wieder 9. Läuft doch. Wir haben über 1 Million. Ich kann nochmal 2x zurückzahlen. Prinzip müssen wir dringend bessere Züge haben, dass wir hier mehr Öl hinkriegen und dann können wir nämlich hier von hier aus den Treibstoff mit dem zweiten Gleis hier hinbringen. Oder mit dem Boot. Mit dem Boot könnte man das theoretisch auch machen, aber mit dem Boot ist es so lahmarschig. Mir fällt ein, wir haben bis jetzt nur Güter transportieren wir. Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach mal Menschen mit dem Menschentransport anfangen? Und ich, sorry, aber ich finde, da eignet sich am besten hier am Wasser und dann hier. Aber das mache ich mal, dass wir mal ein paar Menschen transportiert kriegen. Ist viel Gleis okay. Nein. Ich überleg gerade, sind vier hier okay? Mal eben ein bisschen. Ja, man kann ja später immer noch erweitern, wenn es vom Platz her geht. So. Jupp. Ich würde schon gerne so, dass ich nach hier im Notfall auch noch wegkäme. Dann in der mittleren Straße. Welches Gebäude? Ach, hier so ein Bau. Die noch am Bauen waren. So, und dann Gleise. Jetzt müssen wir überlegen, wo bauen wir hier? Hier würde ich den hinbauen. Weil hier ist Kacke. Wenn wir den hier hinbauen, kann ich so eine Abzweigung noch nach Waldsruhe bauen. Kommt der da hin? Steige ich. Bin so ein bisschen. Ja. Und dann nach hier. Und dann kommt der Bahnhof hier hin. Wollen wir? Naja, wir bauen. Wir ziehen jetzt erstmal die Linie. So, ich überlege gerade. Eigentlich können wir besser das Gleis nehmen, falls wir mit dem Gleis noch eine Abspaltung nach hier wollen, nehmen wir das zweite Gleis. Ein neuer Zug, oh mein Gott, unten. Und der ist ein neuer Zug, wo ist ein Depot hier? Ein neuer Zug. Oh, ich bin noch ein neuer Zug. 60, 1 Million. Okay.
Und für Baumsplitter hätten wir eine bessere Wahl gebraucht. Ein für Rohöl oder für Weizen. Aber er fährt schon mal 60 Sachen. Das ist super. Gut. Für hier. Die Linie bringt echt viel Kohle. Deswegen müssen wir jetzt sparen. Dass wir den Zug... Welcher Bus ist der denn hier? Hier. Dich. Und den anderen, der hier fährt. Jetzt ganz, 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 ganz schnell. Theoretisch. Will ich 10 Treibstoff verlieren. Weil wir verkaufen den anderen ja noch. Wir warten eben noch ein bisschen ab. Nee, wir... Weil, lieber 10 Treibstoff als... Hä? Mist, ich muss noch... Ja, zack. Jetzt kommt der auch, weil der zurück über das aus... So, wieso kann der... Hä? Ey, wie kann einem sowas passieren? Die Sch... Das hier geht nämlich auch nicht. Ich bin echt dumm manchmal, ey. Nein! Nicht nur Rückkehr, es gibt keine Rückkehr. Niemand gesehen. Und jetzt ins Depot, bitte. Damit so wie viel mehr also 160 450 kW, ich weiß nicht was wichtig ist. Ich kaufe einfach noch ein paar Wagen. Ich muss jetzt erst angucken. Ja, jetzt nimmt er natürlich nur ein bisschen Treibstoff mit. Den müssen wir sofort in die Weizenstrecken einbauen. Sonst. Oh, 60 Sachen! So schön schnell. Oh, göttlich. Der ist so schön schnell. Zug 1 hat... Der ist sau schnell. Ich bin gerade so happy, weil der so schnell ist. Und noch ein neues Fahrzeug. Ich werde bekloppt. Aber das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Ciao.